Einen wunderschönen guten Tag, die Damen und Herren. Und hallo? Damen und Herren. That's my opening line. So gute Manieren hat er. Ja. Ich hätte einfach gesagt, hallo. Hallo nach Deutschland. Wir sind hier gerade am... Hunde! Wir sind hier gerade mit den Hunden unterwegs. Maya und Lucky und Falk. Wir sind hier gerade am Deschutes River. Das ist in Bend. Oregon. Das ist Falk. Schauspieler. Und wir sind hier, zeigt mir hier gerade ein bisschen die Natur. Guckt euch diesen Fluss an, der einfach mal hier in der Landschaft rumschwirrt. Die Hunde freuen sich. Das ist ein ganz anderes Leben hier für Maya. Vergleich. Ihr seht das leider nicht, aber Aramis macht gerade voll das Kunststück mit der Kamera. Ja. Jedes Mal, wenn die Hunde rauskommen, geht er zurück. Ja, damit. Übrigens, ich höre gerade zum ersten Mal Falk Deutsch sprechen. Wir sprechen immer Englisch miteinander. Einfach weil er schon fast ein halbes Leben hier ist. Ja, 80 years. Mindestens 80 Jahre. Und wir haben uns auch nur auf Englisch kennengelernt quasi und irgendwie immer Englisch gesprochen. Deswegen, es fühlt sich gerade an, als würde ich mit einem anderen Menschen reden. Wer bist du? Wer bin ich und was machen sie hier? Was? Das ergibt keinen Sinn. Maya, was hast du dazu zu sagen? Hey, I'm focused on my stick. Because that's my dad. I hope he's gonna throw it. He likes to make me really nervous. Oh, I want the stick. Go. I'm so nervous, I bark. Falk ist auch viel mehr gewohnt, Englisch zu sprechen als Deutsch. Das stimmt, ja. Wir machen auch noch ein kleines Interviewchen, aber wahrscheinlich auf Englisch, auch damit auch Leute aus anderen Ländern das genießen können, nicht nur die Deutschen. And it's just easier for me. And it's I'm easier so sorry. For Denn du kannst ja mal kurz erzählen, als du hierher gekommen bist, hast du erstmal 2-3 Jahre kein Deutsch mehr gesprochen oder so, ne? 2-3 Jahre habe ich aufgehört, kein Deutsch mehr zu sprechen mit... Nee, nicht aufgehört. Für 2-3 Jahre habe ich kein Deutsch gesprochen mit meinen Eltern und meinen Freunden, um den Akzent zu finden. Mein Hund ist gerade mal trinken, ich muss mal kurz weg. Oh oh. Maya, come here. Come here. You're good. You're fine. Superhelden in Aktion. Ja, stimmt. Ich habe für 2 Jahre kein Deutsch gesprochen. Weder mit den Eltern noch mit den Freunden, weil der englische Akzent sonst nie wirklich reingekommen wurde. Perfektionieren. I don't know if you speak about this in your vlog, but das wäre ein interessantes Thema. Also der kulturelle Unterschied, wenn man eine Sprache ablegt. Man wird tatsächlich anders. Ja. Ich glaube, ich bin ein Deutscher, jemand ganz anderer, als ich im Englischen bin. Ja. Schizophren. Mal gucken, jetzt sehe ich hier gerade den Deutschen kennen. Weiß ich gar nicht, ob mir das gefällt jetzt. Well, I can just switch back. Okay. There he is. Okay. You know what? Americans are more laid back. It's like, I can just whatever. Yeah. It's cool. And Deutsch ist mehr aufmerksam. Und ja. Mehr. Und hier. Und auch so. So. Dann mal rein in die gute Stube, wie man so schön sagt. Hat hier eher, auch wenn es warm draußen ist, ich sag mal, wie viel Grad haben wir heute? Deutsch in Celsius, vielleicht 25, 26. Das Wasser ist echt noch ganz schön kalt hier. Maya. And my dog, as soon as you're in the water, she will find you and make sure that she'll splash. Lots aber and lots. Das habe ich auch, so kaltes Wasser habe ich auch vermisst. Denn heute Morgen habe ich erstmal kalt geduscht, weil in Los Angeles kann man gar nicht kalt duschen. Es gibt einfach kein kaltes Wasser. Es wird einfach nicht so kalt, wie es sein sollte. Ein Traum. Ein Traum von irgendwas.
Ja, ich muss mich übrigens mal kurz korrigieren. Im letzten Video habe ich mich so über diesen Geruch gefreut, als ich durch den Wald gefahren bin für Stunden. Riecht natürlich immer noch gut, aber ist leider nicht, hat keinen sehr schönen Hintergrund. Und zwar sind hier gerade viele Waldbrände. Deswegen ist es hier auch gerade sehr vernebelt, oder wie sagt man, die Sicht ist nicht gut, verraucht. Das ist mir gestern auch schon im Dunkeln ein bisschen aufgefallen, dass, weil ich weiß, dass hier Berge sind, aber ich habe keinen einzigen Berg gesehen. Ich habe mich schon gewundert. Es regnet sogar Asche. Und es regnet Asche. Sehr schön. Wunderschön. Wunderschön. Willkommen. Und er hat mir das gestern dann erzählt und ich dachte, oh, würde man Berge sehen da hinten? Jetzt gerade? Ja. Shaw Mountains. Ihr seht, da vorne sind überall Berge. Ihr seht es nicht. Die Waldbrände sind hier in nicht allzu weiter Entfernung von in Nordkalifornien. Also westlich von hier auch noch, südlich, westlich. Eigentlich fast in alle Richtungen. Und das passiert leider sehr oft in Kalifornien. Ich weiß nicht, wie oft das in Oregon und so weiter. Sind hier öfter mal Waldbrände und so? Ja, Sommer kommt schon relativ hohe Waldbrandgefahr rein. Ja. Aber dieser Sommer ist ziemlich heftig. Weil es hier sehr trocken ist. Und sobald es trocken ist und einer lässt irgendwo eine Zigarette fallen. Sogar durch Blitzeinschläge. Deswegen nochmal eine kleine Korrektur. Ich freue mich nicht mehr über den Geruch. It does smell nice though. It does. It does smell very nice. That's why. Deswegen roch es auch nach Kaminfeuer. Ah, you just did the thing. You spoke English. Yeah. This is an English block now. How do you like that? That's right. You're an American. Wie ist damit? Ich mache jetzt nur noch englische Vlogs. You're an American. I'm an America. You're an American now, boy. I'm gonna take all your jobs. Hier sind schöne Steine. Own a gun. It's beautiful for camera, actually. More yeah. Smoke, please. Usually you have to pay a lot of money to get that haze. Somebody in the back stands with English the smoking machine and the director will go, more smoke! Normalerweise, vielleicht habt ihr schon mal einen Film gesehen, auch wenn eigentlich die Szene gar kein Feuer oder sonst was ist, oft ist die Luft einfach ein bisschen verraucht oder ein bisschen das Licht sehen Nebel. Kann. Ganz genau. Man sieht den Lichteinfall besser und das macht das Bild sehr viel atmosphärisch. Schöner. Atmosphärisch. Gerade ja. Bei Horrorfilmen und so. Und deswegen, so sieht im Moment einfach aus. Normalerweise bezahlt man sehr viel Geld dafür. Ja. Nicht mit uns. Wir zahlen kein Geld. Hunde, macht was Lustiges. Macht was Krasses. Mach was. Maya, mach was. You're a little dingo. You're a little coyote. Ah, come on. Let's go. I mean, this is awesome. I'm not complaining, but we gotta get you to some magic. Ja, Falk sagt, es gibt ja auch noch Besseres. Ja, viel Besseres. Das ist nur hier so, um mal mit den Hunden rauszugehen. Alter Schwede, ihr wollt nicht wissen, wie es in diesem Auto riecht. Der Besitzer vor mir, nicht der Besitzer, der es vor mir gemietet hat, war wahrscheinlich übertriebener Kettenraucher oder so. Es riecht so nach Rauch. Fenster runter, würde ich sagen. Ich gehe jetzt noch einkaufen. Auch wenn die mir hier alles anbieten die ganze Zeit. Die sind so gastfreundlich, das ist so nett von denen. Und alles anbieten und hier und da. Da fühle ich mich schlecht. Das kann ich nicht... kann ich nur zu einem bestimmten Punkt annehmen und ich werde jetzt noch ein, zwei Sachen einkaufen. Fred Meyer. Übrigens, das ist euch wahrscheinlich schon im letzten Video aufgefallen. Ich gehe noch mal rein. Ich hoffe von euch glaubt niemand an Wiedergeburt, Reinkarnation. Denn wenn das so ist, dann sind mir sicher gestern einige von euren Verwandten gegen die Scheibe geflogen. In diesem Sinne auch nochmal ein großes Dankeschön an Sixt und dafür, dass ihr regelmäßig die Scheibenwischerflüssigkeit nachfüllt. Nicht.
Should I try again? It must be in this bag. But I don't have any. I have one. I have a medication, maybe this one? Ah, that's probably it. Oh. That's it. Ah. Get out of here. Those. You're alright. Yo, thank you. Wie es aussieht, ist dieses Fred Meyer, also der Riesensupermarkt hier, die Oregon-Version von Ralph's. Oder zumindest ähnlich, weil es auch von Kroger, das ist die große Corporate-Firma, die denen beides gehört. Also es ist ja einfach quasi die Version von Oregon. So sieht's aus. Einkauf betätigt, ganz schön teuer gewesen. Aber was tut man nicht alles fürs Essen? Seht ihr diese dicke Dunstwolke, in der die Sonne gerade ist? Das ist alles vom Waldbrand. Krass. Ja, nicht schön. Vor allem auch diese ganzen toten Fliegen auf meiner scheiß Scheibe. Will ich morgen erstmal putzen. Jetzt hat sich der Dunst ein bisschen verschoben und jetzt sieht man die Berge. So ist das. Sehr schön. Die Frage ist, fühle ich mich einfach nur besonders experimentell heute am ersten Tag in Oregon und nehme deswegen das Outro in einer totalen Nahaufnahme auf? Oder habe ich einfach nur vergessen, ein Outro zu filmen. Und ich bin deswegen in der Nahaufnahme, weil im Hintergrund schon mein Apartment in Los Angeles zu sehen ist, denn ich bin schon lange wieder zurück. Man weiß es nicht. Und ich glaube, wir werden es niemals erfahren. Aber eins ist klar, das Video ist hier vorbei. Das war der erste Tag in Oregon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Heute nicht so viel Action. Es werden noch viele Abenteuer in Oregon folgen. Der weiße Hund ist übrigens Maya, das ist Falks Hund, beziehungsweise der Hund von ihm und seiner Freundin. Und eine kleine Chaotin, muss man sagen. Also ich würde mal sagen, wenn ihr bis hierher geguckt habt, gebt doch mal Hashtag Maya mit Y in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen hoch. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, gerne abonnieren. Wenn ihr es noch nicht getan habt und ihr daran interessiert ist, was ich hier schon in Los Angeles gerade weitermache, guckt gerne mal auf Instagram vorbei. Wie auch immer, ich wünsche euch noch eine angenehme Woche, beziehungsweise Freitag, ein angenehmes Wochenende. Und wir sehen uns im nächsten Video. Das ist hier die Linse, seht ihr das? Auf 50 mm, wie klein der scharfe Bereich, guck mal auf meine Augen. Unscharf, scharf, scharf. Das heißt, wenn man auf, worauf bin ich hier gerade? 1,7. Wenn man so eine kleine Blende hat, muss man immer aufpassen, das ist so Schauspiel-Filmtechnik dann, dass man sich nicht allzu viel bewegt, weil der Bereich so klein ist. Wie auch immer, ich fange gerade an zu labern. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein!